Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich, Moment, willkommen zu einem weiteren Part. Von mir aus können wir das gleich angehen. Sehr gut. Mien nickt einmal. Einmal mit einem milden Lächeln. Sehr ehrenwert. Nämlich, Leute, Dogra hat ja im letzten Part voll auf die Fresse bekommen. Von dem Crawler, und er kann nicht mehr sprechen, er ist verletzt am Hals. Und dementsprechend weiß er nicht mehr weiter, denn er muss sprechen, um seiner Arbeit nachzugehen, um die Aufträge von Linnea zu erfüllen. Ja, ist ein bisschen scheiße. Bei der Minenkolonie war er natürlich auch nicht mit dabei, weil er war ja voll am Arsch, weil Ruger die Miliz begibt ja aber einen Außeneinsatz, sprich, nein. Ein paar Truppen verweilen in der Stadt, um Sicherheit zu gewährleisten. Wollt euch also nicht, wenn die Kaserne niemand antrifft. Innos mit uns. Ehrenwert, was machen die Jungs? Ja, okay. Wahrscheinlich Leute retten. Ich glaube, ein paar sind dort im Bahnhof gefangen, Leute. Im Großbahnhof. Ja, und dementsprechend, Ruger hat mal gesagt, ja, Bruder, pass auf. Deine Situation ist ja relativ beschissen, als Dogra über Siri so gesprochen hat, ein bisschen, ne? Ich könnte dir vielleicht aushelfen oder so. Du könntest vielleicht bei der Stadtverwaltung dir etwas ausleihen. Das wäre eine gute Sache. Und dementsprechend hat Dogra jetzt einen Brief geschrieben. Und jetzt haben wir Ruger zufällig auf dem Markt gesehen. Er hatte ihn den Brief aber in die Hand gedrückt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, genau dich wollte ich auch noch sprechen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum du jetzt losziehst. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und sichere Wege. Ja, es geht denn hier ab, Alter? Die Jungs haben ja alle richtig Bock. Da bin ich mir sicher, nichts sagt er. Ja, und Ruger so, ja okay, Bruder, wir können das direkt angehen. Und warum mischt die Hafenbande mit? Helm? Hafenbande? Guter Mann. Ja, wollen wir mal. Wie nickt. Ja. Okay. Immer ganz komisch mit dieser Gangart. Ich fliege immer auf die Fresse. Ja, Dogra ist voll am Arsch. Das stützt sich jetzt mit einem Stock ab. Kaum gehen. Sein Bein ist verstaucht, sein rechtes. Und den Hals hat er ein relativ frischen Verband, tatsächlich. Ja, ist gut. Und er ist halt richtig scheiße, ne? Dogra hat Siris Kleid kaputt gemacht, um sie zu heilen. Dementsprechend wird sie da was Neues brauchen. Oder man kann es vielleicht flicken, mal sehen. Wir müssen mal schauen. Ansonsten müssen die beiden natürlich auch was beißen. Die Miete ist schon 2 Wochen überfällig, Leute. Das sind 200 Gold. Und Dogra, der war... Bruder, keine Ahnung. Ihr seht das Essensmeter. Läuft nicht gut. Dogra hat jetzt noch Papier gekauft, weil das wird er wohl anscheinend brauchen, jetzt wo er nicht sprechen kann. Er hat auch Nägel gekauft, weil er einen Aushang anbringen muss. Oder möchte, besser gesagt, ne, für die Seife ein bisschen Werbung machen. Und ja, alles suboptimal, Leute. Essen brauchen wir auch. Seife wird ein wenig rot, verstehe. Wieso blascht sie schon wieder? Was ist da los? Was geht da ab, ey? Ja, Ruhe, ich kann nicht so schnell, Bruder, aber ich bin direkt hinten am Fersen, Alter. Jetzt hinterher rennen wir irgendwie Schwachsinn, weil Dogra kann halt einfach nicht vernünftig gehen, ist klar. Der kann nicht mit Ruger mithalten. Safe. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, ist das denn? Celine! Oh lol. Die kenne ich auch irgendwoher. Mi hebt eine Hand. Grüßend, Celine. Ich kann das nicht mehr hören. Kann er nicht mehr hören, die Scheiße. Gut, dann wollen wir mal. Die Dame möchte Bürgerin werden, zu Dogra. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Grüß zurück, Ehrenwert. Ah ja, wir kommen hier nicht durch. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Teleportiert zu Ruger, Ehrenwert. Jetzt die andere auch noch. Wir machen mal ein bisschen Platz. Korrekt, Celine möchte Bürgerin der Stadt werden. Das freut mich. Ja, Celine scheint ganz cool zu sein. Haben zwar recht wenig IP gehabt, aber scheint ganz cool zu sein. Richtig beschissen. Wir sind gerade so Bürger geworden und wollen uns direkt Geld leihen. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, das ist super anmaßend, super assi, aber ich hoffe so auf 500 Münzen, weil dann können wir Siri ein neues Kleid gönnen, dann können wir die Miete bezahlen,
Und im besten Fall können wir vielleicht sogar unseren Lehrlingsbeitrag für die Näher bezahlen. Das wäre natürlich richtig nice. Aber mal sehen. Ich zeige euch mal das Schreiben, was ich verfasst habe an Ruga. Ihr könnt es jetzt sehen, Leute. Falls ich kein Dummbatz bin, aber mal sehen. Wie ihr seht, habe ich dort so geschrieben, ja, einen annehmbaren Betrag. Also, mal gucken, Bruder. Muss jetzt keine, also, was halt so möglich wäre, ne? Eieiei. Jetzt sind wir uns auch weitere Steine. Oh, lol, Selin ist ja auch verletzt, scheinbar. Ja, auch in diesem, ich habe auf die Fresse bekommen, Gang. Korrekt. Bitte geh vor, Selin. Was ist los mit dir? Schließen wir mal die Tür, wenn wir die Rathauswache mal nicht im Visier haben, vielleicht. Och, Innos. Das ist die falsche Seite. Hallo! Gott, ich hasse die Tür. So. Ja. Wie setze ich auf die Stufe? Richtiger Penner. Aber wir sind halt scheiß verletzt, ne? Wir können kaum laufen, Leute. Und Doga ist sogar noch rausgegangen. Und um sich einen Stein zu holen, denn er möchte ja einen auf ein schwarzes Brett was ballern. Dann zeig mir deine Papiere. Und der hat keinen Hammer, der Junge. Der hatte einen Hammer, der Spaß, aber er hat ihn verschenkt am Boros, gönnt ihr? Ich dachte, einen Hammer brauche ich niemals. Und jetzt braucht er einen Hammer. Also ja, das ist einfach rausgegangen, als ich einen Stein geholt. Das sollte auch funktionieren. Ja, ist alles nicht so optimal. Ist alles nicht so optimal. Letzte Woche war ich nicht on, weil Dogra eh nur bettlägerig wäre. Und jetzt gerade überhaupt erstmal die Kraft findet, ein bisschen rumzulaufen und rumzugehen. Deswegen war ich da nicht online. Wie gesagt, Dogra hat in der Zeit, wo er halt im Bett lag, ein bisschen geschrieben. Halt so ein Aushang, ne? Für die Seife und anderes Zeug. Und ja, ist eine gute Sache. Und sonst, müssen wir da mal ein bisschen schauen, wie wir weiter mit Doga vorgehen. Ich würde vorschlagen, ein paar Tage mache ich das noch so, ne? Ich weiß nicht, das Bein ist halt verstaut. Keine Ahnung, ob wir da vielleicht doch die Näheres Hilfe benötigen oder nicht. Oder die eines Magiers, I don't know. Ich lasse das erstmal so. Wird mal so eine längere Zeit das auch so lassen, dass er kaum laufen kann. Ja, natürlich ätzend, weil er so scheiß langsam ist, dann, aber mein Gott. Steht Zustimmung von Gondra auf dem Siegelring. Habe ich gescreent. Soll ich dir im Forum schicken? Bitte, ja, schicken. Weiß noch. Ob ich hier Bürger wurden bei Ruga und einfach. Ich habe einfach 30 Jahre gebraucht, um ihn die ganze Scheiße zu schicken, weil es das falsche Format hatte und dann waren die Dateien zu groß für das Forum. Einfach ätzend. Diesmal habe ich vorausgeplant, Leute. Tatsächlich, bevor ich online gegangen bin, habe ich dieses Schreiben geschrieben. Und mir dann dachte ich mir, okay, mal sehen. Wenn ich Ruhe zufällig sehe, kann ich das ja in die Hand drücken. Oder vielleicht einem NPC, der ihn das überbringt oder so. Mal gucken. Oder einen anderen Spieler, war ja auch cool, I don't know. Na, da hatte ich Glück und habe ihn gesehen. Dachte ich mir so, let's go. Aber es war ein bisschen unschlüssig. Ich wollte mal gucken, ob es... Ich habe es mal ein bisschen mit mir gering, weil natürlich die Doga hat jetzt Schulden richtig beschissen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht schon anfangen sollten zu schreiben und dann so, was wir uns so vorstellen, was vielleicht, was wir so bräuchten an Geld, was da abgeht. Aber ich glaube, ich lasse einfach erstmal. Und schaue jetzt mal, wie Ruga reagieren wird oder reagiert. Und vielleicht sagt er selbst bereits, okay, Bruder, pass auf, wie sieht's aus? Ich könnte dir das geben. Wie wär's, Bruder? Alles cool, alles nicht cool. Und wir dann so, ja, Mann oder nein, Mann. Denn nicken oder Kopfschütteln ist so das Einzige, was wir so machen können. Oder vielleicht irgendwelche Gesten mit unseren Händen deuten. Aber während Dogra sich irgendwie abstürzt, ist das immer schwierig. Ach ja.
Ja, Leute, was kann ich euch sonst erzählen in meinem Leben? I don't know. In letzter Zeit probiere ich so eine andere Sache heraus. Wenn ihr die anderen Projekte gesehen habt, dann hörst ihr vielleicht, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel an einem Ort bin, wo wir warten müssten oder wo wir grinden oder wo wir durch den Dungeon gehen und sonst nicht so viel passiert, habe ich mir ein paar Themen ausgesucht, über die wir sprechen könnten, Leute. Und gerade weil wir jetzt hier ein bisschen warten müssen und gerade weil sich die meisten Leute Classic Corinus ansehen. Danke übrigens für den Support an dieser Stelle. Bin ein großer Fan davon. Ich freue mich immer sehr, sehr, wenn irgendwer kommentiert oder wenn ich sehe, das Video wird geliked oder wenn da irgendwie Feedback noch ist, finde ich immer richtig, richtig cool. Vor allem muss ich noch erwähnen. Was ist eigentlich mit dir los, Gna? Der geilste Dude. Ja, bei der, jetzt gerade kam die Folge raus, wo Siri und Doga zusammen in eine Hütte ziehen. Und da gab es da sowas wie, dann schreibt Gna einfach eiskalt unter dem Bart, Bruder. Das ist ja wie Gnas Waldhütte, wie im Sumpf, Alter. Gna ist einfach Schreck oder so. Ich kann mir das alles so gut vorstellen. Ah, richtig lustig. Allgemein, ich finde deine Kommentare immer richtig gut. Ich fühle mich dann immer so dumm, weil ich jeden Kommentar fast ein Herz gebe. Ich muss mich immer voll zurückhalten. Ja, wie auch immer. Der Mond steht im Buch, soweit mir Meister Saharas das richtig gesagt hat. Und die Kleidung habe ich an und die 500 Gold bei mir. Oh ja, okay, korrekt. Meister Saharas, absoluter Ehrenmann. Ich glaube, der ist auch gerade online. Ich würde ihn sehr gerne ein bisschen Gold in seinen Rachen schmeißen. Denn er war halt super... Boah, 58 Spieler, leck mich fett. Er war halt ein super lieber Kerl. Super korrekter Typ. Und dementsprechend... Ich habe ihn doch gerade eigentlich gesehen, oder? Und dementsprechend... wollen wir ihn das natürlich Ganze ein bisschen verschönern. Jetzt nicht mit dem Gold, was wir hier jetzt uns anbieten, aber damit können wir wenigstens die Miete bezahlen. Das ist schon mal viel wert. Oder auch nicht, denn das Alterchen ist wohl offline gegangen. Kein Fan. Immer wenn ich ihm irgendwas geben will, geht einfach auf. Ich glaube, der hört einfach mit, Leute. Du hast die Zustimmung von Rongarius. Was soll ich aber mit ihr? Leg den Kopf schief. Erzähl das nicht, Rongarius ist doch voll der heftige Dude. Naja, wie auch immer. Ja, was ich noch so ausprobiert habe, während wir warten müssen, habe ich mir ein paar Themen rausgesucht, über die wir vielleicht sprechen könnten. Oder über, ich rede darüber und ihr werdet euren Senf in die Kommentare ballern, wenn ihr darauf Lust habt. Und ein paar Themen habe ich bereits mir aufgeschrieben, wie gesagt, ein bisschen abgehackt, auch in anderen Projekten wie Final Fantasy. Ich glaube in Gothic 3 noch nicht. Weil Gothic 3 war weird, ist Leute. Ich glaube, wir kommen da fast am Ende. Ich habe jetzt heute Part 80 aufgenommen und gerendert, nur als kleiner Vergleich zu dem, was gerade online ist. Und wow, Bruder. Okay, wie auch immer. Die meisten, die sich das Ganze hier angucken, werden wahrscheinlich vertraut sein mit Gothic 3. Ja, auf jeden Fall, kleines Thema. Worüber wollen wir jetzt sprechen? Lass mich mal kurz auf meine schlaue Liste schauen. Vielleicht ein Thema, was nicht ganz so langweilig ist. Reden wir über Weltmächte, Leute. Reden wir über Weltmächte. Ich habe nämlich das Gefühl, gerade bei Classic Corinus sind die Leute, die das spielen, meistens eher etwas reifer, oder was sage ich reifer, eher etwas älter auch tatsächlich, eher ein bisschen erfahrener und dementsprechend ist das vielleicht ein Thema, womit sich mehrere Leute befasst haben. Ich weiß, Elias Rines ist ein junger, kleiner Fratz, ich weiß, aber hier der Makarov zum Beispiel ist so alt wie ich das. Oh, Leute. Ich glaube, der ist sogar ein paar Tage jünger, wie auch immer. Weltmächte. Damit meine ich zum Beispiel Amerika mit Trump. Ich meine Kim Jong-un mit Nordkorea. Und ich meine Putin mit Russland. Das sind Weltmächte, die machen mir persönlich ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ihr euch da vielleicht ähnlich fühlt oder nicht. Denn auf mich wirkt es so. Es ist natürlich eine Meinung, die von den Medien geprägt ist, weil ich dadurch das Ganze ja konsumiere. Auf mich wirkt es so, als seien es alles richtig dämliche Spastis. Richtig dämliche Spastis und die haben einfach so viel Macht. Oh, es ist einfach super beunruhigend. Wenn wir bedenken, wie fortgeschritten Nuklearwaffen momentan sind oder
wie viel Schaden das Ganze anrichten könnte, ist einfach heftig. Das sind einfach Idioten mit zu viel Macht. Das ist wie ein Baby, was mit einer Pistole spielt. Vielleicht, wahrscheinlich würde er als Kill laufen, ne? Aber vielleicht schießt sich das Ding auch selbst in den Kopf oder er schießt irgendwen anderen. Das ist nicht optimal. Und ja, um ehrlich zu sein, ich habe mich mit dem Thema länger nicht mehr beschäftigt, aber durchaus in einer gewissen Zeit halt früher. Heutzutage ist ja alles nur Corona hier, Corona da, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Wisst ihr mich nicht falsch, es ist durchaus ein ernstes und wichtiges Thema, aber es ist so ein bisschen so ein Schleier über bestimmte Dinge, die dann vielleicht sonst noch anfallen. Boah, was ich aber gelesen habe, was mir richtig auf den Sack ging, ich lese auch gerade noch ein bisschen das EP, was da abgeht. Tut mir leid. Sollte mich vielleicht ein bisschen konzentrieren. Es ist so schwierig, Leute. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, okay? Sehr lange habe ich jetzt das On-Topic-Commentary gemacht und immer darauf reagiert, was im Spiel abgeht. Und jetzt versuche ich mich wieder an diesem Off-Topic-Ding. Und es ist nicht so leicht. Weil mein Kopf bleibt immer noch ein bisschen bei dem Spiel, was ja auch okay ist, was auch sinnvoll ist. Aber gleichzeitig bin ich ein bisschen out of space. Versteht ihr, Leute? Bisschen out of space. Auf jeden Fall, ja, Weltmächte. Dämlicher Spaß ist mit zu viel Macht. Keine Ahnung, ob ihr da ähnlicher Meinung seid oder nicht. Selbstverständlich kennen wir nur das, was von den Medien kommuniziert wird. Ja, wir kennen von Trump zum Beispiel auch seine Ansprachen, die er so führt. Und ja, auch dort wirkt er wie ein richtig dämlicher Spasti. Aber trotzdem... Ist das alles sehr, sehr unangenehm. Und allgemein scheint das bei Amerika nicht so zu laufen. Ich meine, deren Wahl am Präsidenten ist nicht optimal momentan, habe ich das Gefühl. Von dem, was ich so vom Gefühl mitbekommen habe, was nicht viel ist, ich lebe ja nicht in Amerika, Bruder, hat Barack Obama das Ganze relativ gut gemacht. So wie ich es verstanden habe, aber I don't know, wie gesagt, und nun, der wirkte auf jeden Fall immer sehr professionell, kann man das so sagen? Ja, nur professionell meinetwegen. Und ja. Und nun ist er halt dieses dämliche Kleinkind. Ich meine, habt ihr seine Tweets gelesen? Okay, Leute, wenn ich irgendwo ein bisschen am Stalken bin, aber dann auf Twitter. Und ich habe sehr viele seiner Tweets gelesen, dachte mir immer so, Bruder, ist das dein Ernst? Neue Stimme, trotzdem danke für Ihre Zeit. Gerne, ich wünsche dir viel Erfolg. Oh, okay. Ich schaue etwas betrübt. Celine hinterher. Und richtet sich dann mit seinem Stock auf. Ja. Kurz hier rauslassen. Yo! Ja, und irgendwie ist es in unserer momentanen Welt so, dass es gefühlt nur Spastis gibt, die so viel Macht haben. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Die deutsche Regierung ist sicher nicht optimal. Auf keinen Fall. Dennoch habe ich das Gefühl, dass hier nicht so viel Scheiße läuft wie sonst wo. Ich meine zum Beispiel, im Iran ist es glaube ich immer noch so, wenn du homosexuell bist, wirst du einfach gesteinigt und weggerackt, Alter. Überleg mal, wie scheiß barbarisch die Scheiße ist. Naja, egal. Machen wir es doch mit dem EP weiter, Leute. Oh! Wir wollen vielleicht nicht verletzt rennen. Das ist eine gute Idee. Gut, ich glaube, Roger möchte nichts sagen. Deswegen machen wir das. Mir holt ein Blatt Papier hervor und... Blatt Papier, eine Feder und einen roten Beutel hervor und schreibt etwas darauf. Ja. Wir warten erst mal ab, was Ruga emoten möchte oder sagen möchte.
Vielleicht auch nur eine PM, I don't know. Hier ist nach kurzen... Du bist ein Bürger der Stadt, Dogra. Ich kann dir bis zu 1000 Goldmünzen leihen. Die mit einem Zins von 15% erhoben werden. Mhm. 1000 wäre natürlich heftig, dann wären alle meine Probleme erstmal weg. Mir nickt auf Rogas Worte und schreibt genau weiter. Midas dann seine Feder ruhen und zeigt Ruga das Geschriebene, Bruder. Ich glaube klein, ne? Das Geschriebene. Nee, er hat was schon. Geschriebene. Boris guckt so diesen Paar und denkt sich so, Bruder, halt einfach dein Maul. So, wir machen eine PM an den Bruder. 31. 32, so, dass ich euch so am Markt mit solchen Angelegenheiten überfalle. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne 600 Münzen. Nee, ich glaube 500 reichen uns vollkommen. Lass mich noch mal kurz überlegen. Vielleicht 200 für Siris neues Kleid. 200 für die Miete? Und 100 fürs Essen? Dann sind unsere Probleme erstmal weg. Aber wenn ich 200 bekomme, dann könnte ich vielleicht auch linear bezahlen. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne 600 Münzen ausleihen. Dann wäre eine Rückzahlung fällig. Ja, mit 600 sind wir gut dabei. Dann können wir alle bezahlen und haben einfach ein chilliges Leben. Aber wenn er mir jetzt sagt, ja, in einer Woche will ich das dann wieder haben, Bruder. Das wird schwierig. Das wird einfach schwierig. 15% für 600, hä? Okay. Gut, gut. Das kriegen wir hin. Glaube ich, hoffe ich, mal sehen, I don't know. Wir werden es erleben. Du wirkst überrascht, als du das liest. Ist ich mit ganz verstanden. Kannst du nicht mehr reden? Wie schüttelt den Kopf und zeigt auf seinen Verband am Hals. Wir verlangen hier richtig viel, Leute. Es ist richtig ekelhaft. Ich fühle mich so dreckig. Aber es ist ja für das Wohl, ne, von Dogra und Siri. So, sie brauchen halt jetzt dringend Cash. Dringend. Und, das würde sonst ein bisschen schwieriger aussehen, ne? Wie gesagt, wir würden jetzt Geld verdienen, indem wir sprechen. Ist leider nicht mehr drin. Ich bin auch dumm, dass ich das so ausspiele, ne? Ich hatte halt richtig Bock darauf, Dogra mal ein bisschen stumm zu haben. Hat mich interessiert und ich fand die Idee cool. Außerdem wurden wir schwer verletzt. Wir haben eine 1 gewürfelt von 6, dementsprechend. Na, müssen wir uns irgendwas überlegen. Irgendein Handicap.
I don't know. Wir werden es erleben, wir werden es sehen. Roger sagt, halt einfach dein Maul. Du kriegst vielleicht 50 Goldstücke, wenn du willst. Du Arschloch, verpiss dich. Na gut, da werde ich versuchen, vorausschauend zu handeln. Ich kann dir gerne die 600 Goldmünzen leihen. Ich denke, eine Rückzahlung innerhalb von 3 oder 4 Monaten ist machbar. Oh, 3 oder 4 Monate. Sollte funktionieren, aber da muss ich wieder arbeiten, habe weniger Zeit für CK. Hilft nichts. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen das Geld. Ich schaue etwas unsicher zu Roger. Nickt aber. Slash nicken. Ist wirklich machbar tatsächlich. Halt plus die 15% Zinsen, ne? Das heißt, wir wären ja knapp bei 700 Münzen. Ja, das ist dann voll okay. Oder bin ich dumm? Warte mal, 600 und dann sind ja 6, 1% und dann mal 15. Ja, genau. Dann sind wir bei 690 Gold, die wir zurückzahlen müssen. Ist okay. Kriegen wir vielleicht hin. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Aber mit diesem Gold können wir auf jeden Fall Siri erstmal eine Freude machen. Wir können was essen, Leute. Ehrenwert. Wir können Linear bezahlen, wir können die Miete bezahlen. Das ist alles wichtig. Verdammt, ich habe mehr finanzielle Probleme in CK als in Real Life. Das sollte nicht so sein. Obwohl, eigentlich ist das besser so rum. Belassen wir es dabei. Oder auch nicht. Am besten gar keine finanziellen Probleme. Machen wir 4 Monate. Im Notfall kannst du dich immer noch an mich wenden. Wir sind ja keine Unmenschen. Gut, du wirst dich ins Schuldenbuch eintragen müssen. Einen Moment. Absoluter Ehrenmann. Korrekter Typ. Mir erwidert. Schwach das Lächeln. Und greift erneut zu seiner Feder. Er tunkt sie in seinen roten Beutel und unterschreibt im Buch. Ich lasse ihn erstmal zuerst emoten. Er legt es erst auf den Tisch. Vielleicht will er es auch aufschlagen. Ich kann natürlich auch auf die Titelseite kritzeln, Leute. Vor allem erweitert. Ich erweitere richtig, Leute. Erwidert. Schwaches Lächeln und greift erneut zu seiner Feder. Er tunkt sie in seinen roten Beutel und unterschreibt im Buch. Gut, 4 Monate also. Ich schreibe mir das mal in mein Questlog. Roger zurückzahlen. 690 Gold. Ich schick's einfach ab, I don't know. Vielleicht macht er echt grad. Nimm wieder einen vollständigen Namen und deinen Beruf. Ja, ups. Nein, ich wollte ihn nicht verprügeln. Was soll das denn? Oh Gott, damit. Wie liegt die Feder? Wie schreibt er doch nicht? Einfach im Buch herum. Und schreibt auf sein eigenes Blatt. Dogra aus Vanguard. Lehrling der Heilkunst. Platzierung 36 Gold. 4 Monate. Ich schau mal. Oh, wo ist mein Handy? Da. Was haben wir denn heute, Leute? Ich werde es einfach droppen. Wir haben heute den 6. April.
Dann haben wir am 4.5. Am 4.5. braucht er das Geld zurück, der Bruder. Alles klar. Schreibe ich mir auf, korrekt. Alles gut. Ja, wie dreht dann das Blatt und sagt das. Dogra aus Vanguard, Dogra von Vanguard vielleicht eher, wie auch immer es. Jetzt hat er Dogra aus Vanguard geschrieben. Ah, ist okay. Ja, absolut ehrenwert, dass er uns das da ausleiht. Leute, der rettet uns sowas von den Arsch. Ohne Scheiß. Ich habe noch so 100 Münzen, glaube ich, oder 130, und die gehören nicht mal Dogra. Das ist einfach Geld, was er von der Seife hat. Das muss er abgeben und dementsprechend er war gar nichts gefühlt, ne? Nicht gefühlt, er hat einfach nichts, der Junge. Ja, nichts hat er. Ich überlege schon, das Kurzschwert zu verkaufen, denn unser schattiges Schwert ist genauso gut. Und sogar besser, weil es länger ist. Die Scheiße können wir vielleicht verkaufen, ich weiß nur nicht an wen. Hat uns Boros geschenkt, absoluter Ehrenmann. Hier, die Arbeiterkleidung kann weg. Vielleicht auch die Rüstung, wenn es zur Not? Hey, Scheiße. Nickt und vermerkt es etwas im Buch. Ja. Dogra aus Vanguard ist voll der Spaß. Lehrling der Heilkunst. Schuld mit 690 Gold der Lappen. Genau so schreibt er es da drauf, Leute. Lasst euch bitte nichts anderes einreden, okay? Soll ich nichts anderes einreden? Ja, ich weiß. Vielleicht wäre es auch klug, in eine Truhe zu investieren. Und Boros das Geld zu geben, aber es geht nicht. Wir haben erstmal andere Ausgaben, Leute. Es geht einfach echt nicht. Die Miete muss her. Oder alles andere muss her. Und wie gesagt, Siris Kleid ist voll am Arsch. Keine Ahnung, sollten wir uns vielleicht drum kümmern, wenn wir es kaputt gemacht haben. Und das Lehrlingsgeld, Leute, das geile Lehrlingsgeld, wird aufgeblecht. Hugo dreht das Buch zu sich herum. Auf der Seite steht nun folgendes. Ich, Dogra, Lehrling der Heilkunst, schulde der ehrenwerten Stadtverwaltung eine Summe von 600 Münzen zu einem Zins von 15%. Die vollständige Summe begleiche ich. Ja, ist übrigens immer noch nicht, woher wir so viel Gold hernehmen sollen, Leute. Aber mal sehen, vielleicht geht's ja ins Minenteil, dann könnten wir es hinkriegen. Ja. Ja, Dogra hat keinen Nachnamen, Leute. Einige Charaktere haben einen Nachnamen tatsächlich. Dogra hat keinen. Spätestens in 4 Monaten. 27. Hey, Moment, Bruder. Hab ich mich vertan? Oh, ich habe mich vielleicht vertan. In 2 Felder. Einmal für die Unterschrift des Mitglieds Stadtsrat. Aber die Unterschrift des Schuldners. Ich werde das mal ein bisschen korrigieren, ja. 27. meinetwegen. Okay. Habe ich mich dann vielleicht doch vertan? Ja, Kalender ist auch kompliziert, Leute. Gut. Dreht das Buch zu ihm herum. Okay, also er hat es doch nicht zu uns gedreht. Oder? Wie würde... den Eintrag lesen und dann auf dem Feld des Schuldners unterschreiben, sofern das Buch in seine Richtung gedreht ist. Ja.
Das ist doch korrekt. Nickt und unterschreibt seinerseits. Absolut ehrenwerter Typ. Mit dem Gold kommen wir auf jeden Fall erstmal klar, glaube ich. Gut, müssen wir nur noch bis dahin 700 Gold verdient haben. Das wird bestimmt gut funktionieren. Lasst euch da bitte nichts eindrehen, Leute. Darum kann sich Zukunftsdogra kümmern. Gott, damn. Nein, aber ich sehe echt keine andere Lösung. Außer vielleicht, wenn Dogra bei seinen Freunden um Geld bittet. Da Ruga das mal angesprochen hat und auch angeboten hat, ist halt eher zu ihm gegangen, ne? Wenn der Zinssatz bei Dogras Freunden wahrscheinlich nicht so hoch wäre. Aber es ist alles okay. Er hat das Buch zurück. Du bekommst einen Schuldschein. Wenn du die Summe begleichst, wird man in deiner Anwesenheit dich aus dem Buch streichen. Schau das Buch in den Schrank. Korrekt. Sehr, sehr korrekt. Ach man, ich habe wirklich Angst, dass wir das Geld nicht zurückzahlen können. Nächster Part, Leute, Dogra im Knast. Greift nach Feder, Tant hinterher. Was würde wohl passieren? Wahrscheinlich müssen wir das Geld abarbeiten, I guess. All unser Hab und Gut abgeben oder so. Stell ein weiteres Dokument. Ja, okay. So ein Kurzschwert kriegst du am Markt für 150 Gold. Okay, das heißt, wir könnten es vielleicht für 100 verkaufen. Ja, da ist ein besserer Preis als am Markt. Die Kleidung habe ich da als 350 geblecht. Ich würde probieren, 300 dafür rauszubekommen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Keine Ahnung, wie viel dieses Ding wert ist. Wahrscheinlich nicht so viel. Reichen den Schuldschein. Wir nehmen den Schuldenschein entgegen. Und liest ihn erstmal. Erstmal lesen, Bruder. Was steht denn da drauf? Ich frage mich, wie wir das Ganze mit den Magiern machen sollen. Von denen wollen wir auch noch Gold. Oh Gott, das wird einfach furchtbar, Leute. Wir können ihnen auch ein Schreiben schicken, aber ich glaube, da wird ein bisschen Sprache gebraucht. I don't know, immer wenn Dogra immer irgendwo hinschreiben müsste und ob er überhaupt mit dem kaputten Bein bis zum Kloster latschen kann, ist natürlich noch ein anderes Ding, ne? Auf dem Schuldschein ist abermals bestätigt, dass Dogra die Stadtverwaltung besagt ist und schuldet. Faltet den Schuldschein und steckt ihn ein. Hol ein paar Geldbeutel aus der Schatulle. Ehrenwert. Korrekt, Leute. Mi nimmt die Beute entgegen und verstaut auch diese. Dann verbeugt er sich vor Ruga. In seinen Augen könnte man Dankbarkeit interpretieren. Ja. Ehrenwert. Verbeugen, Leute. So, okay. Jetzt sollten wir vielleicht nach Siri gucken und schauen, ob sie dann ein Kleid hat oder nicht. Oder was abgeht. Vielleicht hat sie sich selbst drum gekümmert, vielleicht nicht. I don't know. Wenn nicht, haben wir auf jeden Fall das Zeug auf Lager. Ja, gut.
Ich würde ja langsam gehen. Aber ich guck nochmal, was Ruga macht oder sagt oder tut. Macht oder sagt oder tut, Leute, weil machen und tun. Ja, zwei Kompisse. Dann gab dich wohl. Mir lächelt schwach und hebt seine freie Hand zum Abschied. Dann humpelt er zum Ausgang. Hau rein, Bruder. Danke, ne? Das ist richtig nett. Ja, ich mache hier mal zu. Ich hoffe, der lässt mich eben raus. Dass er mich rausportet, weil sonst kommen wir hier nicht vorbei. Frage ist natürlich, was wir machen müssen, um überhaupt Zugang zu diesem oberen Viertel zu bekommen. Ich schätze, das ist eine Sache, um die sorgen wir uns mal, wenn es soweit ist. Momentan wäre einfach glücklich, dass wir die Miete bezahlen können. Und vielleicht auch Siri was gönnen können, ne? Das wäre auch viel wert. Gut, Leute, wir sind verschuldet. Ich wollte, dass ihr diesen Absturz des Dograss mit auf Video habt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein. Ciao.